Hallo Leute, der Markus hier von markusfotos.de. Diesmal mit einem Foto von der Marina, das wir im Sommer gemacht haben. Und für diejenigen von euch, die sich immer für die Werte interessieren, möchte ich die auch mal gerade vorlesen. So, da ist es. Mit der Nikon D7000 bei einer 125 Sekunde Blende 4.5 ISO 100 und das Ganze bei 75 mm mit einem 28 bis 75 mm Objektiv von Tamron. Ja, bei dem Foto habe ich einen Blitz verwendet, wenn ich mich richtig erinnere, und wenn ich mir hier in den Augen die Reflexion vom Schirm angucke, finde ich das auch nochmal bestätigt. Ja, das Foto ist wie gesagt für den RAW Talk gewesen. Wenn ihr nicht wisst, was RAW Talk ist, schaut doch mal in die Videobeschreibung von diesem Video rein, da findet ihr einen Link. Da könnt ihr euch ansehen, wie Christian und ich uns die Fotos anschauen, die ihr auch gemacht habt, denn ihr hattet die Möglichkeit, dieses Foto ebenfalls zu bearbeiten. Ja, jetzt schaue ich mir das Bild erstmal an und überlege mir, was ich damit tun möchte. Was mich hier so ein bisschen gestört hat, ist dieser Tisch. Den hätte ich im Nachhinein lieber nicht im Bild gehabt. Zum Glück geht er hier echt nur so ganz knapp an den Beinen vorbei und ich möchte mal versuchen, ob ich den nicht mit den Mitteln von Lightroom daraus bekomme. Da ich aber nicht gerade Interesse daran habe, mit Lightroom hier das gesamte Tischbein noch wegzubearbeiten, und ich finde, dass wir sowieso etwas näher rangekonnt hätten, beziehungsweise ich etwas näher rangekommen hätte, naja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, dann gehe ich jetzt einfach mal hin und tue was ich sonst nicht oft mache, nämlich, dass ich tatsächlich doch noch relativ stark in mein Foto hereinkroppe und damit hier zumindest das Tischbein schon mal loszuwerden. So, dann sieht das Ganze so aus und jetzt versuche ich einfach mal hier mit dem Kopierstempelwerkzeug von Lightroom dieses Tischbein tatsächlich wegzubekommen. Dazu suche ich mir mal meine Stelle grün in der Nähe. Das gefällt mir nicht so. Nehmen wir mal da oben was. Jetzt versuche ich hier einfach eine Stelle zu finden, die diesen Tisch möglichst gut verdeckt. Arbeiten wir mal noch ein bisschen an der Größe. Ja, so. Also ich denke mal, mit Lightroom hundertprozentig perfekt wird man es nicht hinbekommen. Aber so soll mir das erstmal reichen. Hier ist zwar dieser kleine Fissel, aber ich glaube, der das nicht weiß, der sieht das auch nicht. So, was möchten wir noch machen? Das, was natürlich immer sein muss beim RAW-File, ist Schärfen. Und ihr seht, die Schärfe ist eigentlich schon ziemlich gut bei dem Tamron-Objektiv, aber ein bisschen mehr Schärfe geht immer. Und dann nehmen wir dann hier mal das Schärfentool. So ein ganz klein wenig kann da immer noch bei. Und maskieren tun wir auch. Alt-Taste drücken, damit man besser sieht, wo man maskiert. Und ich glaube, wenn man sich jetzt hier das Vorher-Nachher anguckt, dann sieht man, dass das doch noch ein bisschen was ausgemacht hat. So, Hautretusche muss ich hier gar nicht groß irgendwas machen bei der Marina. Das Einzige, was mir auffällt, ist hier so ein bisschen glänzende Stelle. Da, hier und auf der Nase. War halt einfach auch ein warmer Tag. Und dafür gehe ich mal hier in den Bereich HSL Farbe. Und da bin ich schon auf Luminanz. Und was ich jetzt mal hier mache, ist, ich nehme mal den Magenta-Regler und halt Luminanz, danke. Nehme hier mal den Magenta-Regler und ziehe den mal ganz runter. Und dann seht ihr, dass der nämlich genau diese helle Stelle beeinflusst. Und was ich jetzt einfach mache, ist, ich ziehe den jetzt so lange wieder auf, bis sich das farblich, also hier seht ihr jetzt ganz deutlich, wo die Stelle ist. Und jetzt drehe ich mit diesem Magenta-Regler so lange wieder auf, bis ich da eben keinen Flecken mehr erkenne, sondern das mehr oder weniger so aussieht wie die umherliegende Haut. Und mit dem Vorher-Nachher kann man ganz gut sehen, ist, dass die glänzende Stelle doch ganz deutlich reduziert, besonders hier auf dem Auge und dort auch. Und das Ganze insgesamt etwas glatter, etwas weicher aussieht. Machen wir es nochmal ein bisschen von weiter weg. Das seht ihr den Vorher-Nachher-Effekt auch. Wofür ich Luminanz jetzt auch noch benutzen kann, ist natürlich bei den blauen Augen, das vielleicht noch so ein bisschen zu verstärken. Ich gehe jetzt erstmal gerade ins Extreme, um zu sehen, ob das eigentlich der richtige Regler ist, weil manchmal sitzen die Töne auch ein bisschen anders, als man denkt. Na, aber viel passiert hier gar nicht. Ich könnte jetzt hier höchstens mit dem Blau das ein bisschen auffallen, weil ihr habt ja gesehen, dass auch das Weiße in dem Auge, ich mache das nochmal ganz weg, das wird ebenfalls mit eingefärbt. Das heißt, entsprechend, wenn ich hier die Helligkeit etwas erhöhe, die Luminanz etwas erhöhe, dürfte das auch weißer werden. So, gehen wir mal auf die Sättigung. Und da kann ich natürlich den Blau auch einfach noch ein bisschen hinzugeben. Nicht viel, einfach um das noch ein bisschen zu verstärken. Ja, was kann man jetzt mit dem Bild noch tun? Viel, wie gesagt, finde ich, muss man an dem Foto eigentlich gar nicht machen. Also würde ich jetzt zum Beispiel nicht.
Was ich aber sicherlich tun kann, durch meine Geschichte mit dem Magenta rausnehmen, haben hier die Lippen so ein bisschen an Glanz verloren. Was man da machen kann, ist den Korrekturpinsel nehmen, hier die Belichtung ein ganz klein bisschen hochdrehen, also wirklich nicht viel. Ich kann es jetzt erstmal was stärker machen, damit man den Effekt stärker sieht. Dann nehme ich hier eine relativ kleine Pinselspitze, die also nur ungefähr so breit ist wie diese Glanzstelle, die jetzt hier auch auf den Lippen ist. Und was ich jetzt mache, ist, ich zeichne die jetzt einfach einmal eben so mit der Haut nach. Wie gesagt, das ist jetzt ziemlich krass. So krass will ich das eigentlich gar nicht haben. Aber so sieht man deutlicher, wo man gemalt hat. Und nachher reduziere ich das dann nochmal wieder ein bisschen, damit ich einfach hier den Glanz auf den Lippen wieder hervorzaubern kann. Und um Eindruck davon zu bekommen, ob man das jetzt halbwegs realistisch gemacht hat oder ob es unrealistisch aussieht, fände ich es immer ganz gut, diese Einstellung immer so ein bisschen hin und her ein- und auszuschalten, einfach nur, um einen Vergleich zu haben. So. Ja, was würde ich ansonsten noch mit dem Foto von Marina tun? Eigentlich nicht mehr so viel. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir noch irgendwie eine Teiltonung da drauflegen, um dem Ganzen noch irgendwie einen Eindruck zu verleihen. Und dafür gehen wir hier unten mal in diesen Bereich Teiltonung und gucken mal, was uns da so einfällt. Ich würde dabei jetzt ganz gerne Teiltonung versuchen mit so einem Blau-Gold-Schimmer. Und da gehe ich doch jetzt mal zuerst hin und suche mir hier mal einen Blauton, der mir gefällt, beziehungsweise hier oben natürlich den Goldton, nicht den Blauton, weil ich möchte, dass die hellen Stellen halt eben in diesem Goldton erscheinen und die anderen Stellen eben dann in so einem Blauton. So, ich mache das immer mal ganz gerne so und dann hier drüber was genauer. Was hätte ich denn gerne? Irgendwie sowas. Und das ist mir ein bisschen krass, weswegen ich das jetzt mal ganz stark reduziere. Ja, hier so in die Gegend um 30, 33, das gefällt mir schon ganz gut. Und bei dem Blauton, da gehen wir auch mal so ganz grob schon mal ins Blaue. Und da hätte ich gerne von der Farbe her auch irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch wieder viel zu krass. Und deswegen gehen wir hier auch mal runter und na, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, irgendwie so gefällt mir das. Einfach nochmal für euch ganz kurz das Vorher-Nachher. Das hier. Und so haben wir dem Ganzen so einen, ja, etwas anderen Look verpasst, den ich ganz gerne mag. Was ich hier jetzt noch überlege, ist, ob ich da eine ganz leichte Vignette drauf haue. Natürlich keine weiße, sondern in die andere Richtung. Ja, ich glaube, wirklich so die minimalste Stufe davon, die lasse ich mal drauf. Die finde ich ganz gut. Ja, ich würde sagen, so lasse ich das Bild. Das gefällt mir. Und jetzt werde ich das abspeichern. Und dann schauen wir mal, was der Christian daraus gemacht hat. Wenn ihr das auch sehen wollt und wenn ihr sehen wollt, wie ihr dieses Foto bearbeitet habt, dann wie gesagt, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Beziehungsweise klickt jetzt hier im Video. Ich hinterlasse hier mal so eine kleine Anmerkung. Und dann kommt ihr zum Hauptvideo. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.